Als erstes will ich heute mal... Ich habe den Webstuhl ja so gut wie nie benutzt. Ich glaube einmal, weil es die Mission hergab. Aber es gibt ja so gut wie nichts mehr, was mich jetzt groß pusht. Bei einem Punkt, da pfeife ich drauf. Will ich jetzt nämlich gerade nachgucken. Okay, hier, da sind es 9 Punkte, das ist dann wieder okay. Da ist eine Maske. Aber dann so die Erweiterungen, die da drinne sind, will ich dann mal reinpacken, austauschen, dass die da so ein bisschen mehr auf mich angepasst sind. Guck mal, da gibt es wenigstens 3. Da gibt es wenigstens Zerstörung auf, von Confringo. Wir haben ja genug Tier-Sachen allgemein, weil das haben wir ja die ganze Zeit gefahren. Daher. Nicht, dass ich irgendwie über 300 komme bei beiden, aber naja, man kann es ja mal versuchen. Von daher. So. Dann grüße ich erstmal Alisea und Günther. Ist Günther wieder da? Ich habe gedacht, der kommt erst Ende des Monats. So wie ich das verstanden hatte. So. Und hier packen wir auch mal den Punkt hier rein. Jetzt haben wir Zaubersprüche fertig, Haupttalente und Schleichen fertig. Raum der Wünsche. Können wir ja dann auch mal so ein Nutzt davon eigentlich nichts. Was haben wir hier? Effekt Fokustrank. Trank für Donnergebräu. Die Pflanze kann dann Gift spucken. Kopfschmerzen, Alraune. Trank. Was sind die Dinger so gut wie die? Ach hier, guck mal. Wenn ich den werfe, dann kriege ich einen zweiten kostenlos dazu. Das ist doch mal was Feines, ne? Aber hier Dunkelkünste, ja, es sind zwar schöne Sachen dabei, aber hat alles mit Flüchen zu tun, will ich gar nichts zu tun haben. Bin halt nette Buch. So, als ich jetzt gerade drin war, weil ich mich schon um die Tiere gekümmert habe, hatte sich Poppy, glaube ich, gemeldet und Netty. Und dadurch habe ich jetzt gesehen, dass Professor Weasley mir wohl auch schon eine Nachricht reingeworfen hat. Naja, ein Ende des Monats war richtig. Okay, gut. Schauen Sie bitte Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Diek erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Ah, okay. Gut, das haben wir ja so oder so schon gemacht. Müsste Lady sein. Ja, weil sie das vorgelesen hat, ne? Ja. Gut, aber jetzt werden wir erstmal zu Hogsmeade reisen. Erstmal den unnötigen Scheiß loswerden. Damit ich da nicht... Ah, guck mal, hier ist sogar noch eine Nebenmission wieder dazugekommen. War nicht schlecht. Erstmal kurz die Sachen verhökern und dann mal die Sachen aufwerten, dass wir dann noch mal so ein bisschen Zunder machen können. Habe ich nicht da schon genug feuern könnte. Da gehen wir natürlich zu demjenigen, der uns viel Geld gekostet hat. Und jetzt von ihm das Geld wiederholen. Gefundenen Sachen. Ja, natürlich schreibe ich ihn schon die ganze Zeit, aber trotzdem, es muss sein. Aber muss sein. Mal ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass meine Schwiegermutter jedenfalls nicht zur Baumkuschlerin wird. Nur holst du die ganze Zeit im Baum draußen. Bring ich so auf dumme Ideen. So, dann haben wir das hier doch mal nett verhökert. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis ja, bald. Immer wieder gerne. Danke für dieses hervorragende Geld. Dass ich immer reicher werde. Wie es irgendwie bei jedem Spiel so ist bei mir. Vor allem, ich sage nur God of War. Ich habe schon wieder so richtig Lust, nochmal zu spielen. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. So. Hier gibt es jetzt nicht mehr viel, aber nichts ist schöner, immer die Sachen genau hier das Richtige zu finden. Kaufen. Immer mal Geld ausgeben.
Aber hier alles. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen. Weiß ich, dass ich bei dem da nicht mal rein muss, aber für Tiere gab es leider nichts mehr. Also das ist so ein bisschen ärgerlich. Dass so wenig bei den Tieren. Ja, Tiere sind zwar wunderbar und, aber leider zu wenig Sachen, meiner Meinung nach. Wie halt zum Beispiel die Kiste zum Spielen und so. Das ist zu wenig, finde ich. So, hier die Mission, das wird einzigartige Einhorn? Käse, die verletzt wurde als. Aha. Hier müssen wir anschließend machen. Ich will erstmal das machen. Ich muss mich gerade erstmal auf eine Sache konzentrieren. Dann gehen wir mal in den Babes Duel. So, nein, wie geht denn das jetzt? Eigenschaften betrachten? Eigenschaften betrachten. Tego-Schild. Mit Baumschaden während versteckt wird. Nee. Aber hier auch irgendwo Stufe endlos? Kontrolle 3. Ach, guck mal, die Dinge habe ich noch nicht. Bin erheblich erhöhter Schaden mit. Naja, weil wir so selten wie ich den benutzt habe. Incendio benutze ich nicht. Ja, hier haben wir Platzwunde. Erheblich erhöhter Schaden bei Defindo. Den nutze ich regelmäßig. Von Fringo und. Siehst du, hier haben wir doch schon mal. Nehmen wir mal. Ja, von Fringo. Möchte ich da gerne drin haben. Und jetzt verbessern wir den mal. Oh, das sind Eisfedern. Horn eines Grafhorns? Hab ich nicht. Jetzt hab ich nicht. So, ich könnte mich ja hier vollkleistern damit. Bang. So, machen wir hier Bombarder rein. Was ist das? So. Bestimmt hier dann auch wieder Griffhorn, ne? Ja. Das soll uns ja jetzt nicht gerade stören. Haben wir denn noch Fangzähne? Erheblich erhöhte Schade der chinesischen Kauko-Entity. Erheblich erhöhte Füllrate der alten Magie. Oh, das ist auch wieder interessant. Schaden durch Alraune, Incendio, Imperio ist Fluch. Dann bei Crucio ist auch Fluch. Schaden durch Mimosa, das Bernfluch, erheblich erhöhter Schaden durch alle Pflanzen. Schaden durch chinesische Kaukohl. Erhebliche erhöhte Füllrate der alten Magie. Das finde ich auch noch gut. Können wir auch machen. Guck mal, das Ding kann ich komplett ausleveln. Weil ich schon 4 Phönixfedern habe. Oh, verbessern einen Ausrüstungsgegenstand 3-mal. Cool, Errungenschaften. Errungenschaften finde ich cool. Alter, das ist einmal zu viel. Einmal zu viel. So Rauch sehe ich nicht, aber wenn es sein muss, bringt es mit mal. Ich schätze nicht mit unseren neuen Pfannen. Also da geht das nicht. Ja. Fangt sie. Die Magieanzeige. Konzentration 3. Erheblich erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Wunderbar. Machen wir auch. Jetzt rüsten wir mal so ein bisschen nach, ne? Hat sich's ausgelevelt mit den Leuten. Reduzierter Schaden durch Kobold. Wie viel habe ich jetzt noch? Ja, okay. Kann ich hier die Verteidigungssachen reinpacken? Auch wenn sie mich nicht großartig kratzen. Und hier noch den Lego-Schild.
Bauen, verbessern. So, da brauche ich wieder das Horn, ne? Ja. Oh, Alter. Was war's denn? Jetzt erstmal richtig schnieke aufgelevelt, muss man sagen. Verbessere deine Ausrüstung 1 von 15? Ich hab jetzt mehr wie alle. Ich gehe jetzt nicht bei und rüste da irgendwie andere Scheißsachen auf. So, das ist so etwas, was ich in Spielen grundsätzlich hasse. Eine Herausforderung. Würde das jetzt ein 5 mal? 5 mal, besiege Schwarz mal. Oh, komplett schon ausgelutscht, ne? Brauche ich noch ein paar. Das ärgert mich, ne? Da muss ich echt noch suchen. Schließt 32 Duellleistungen ab. Ich habe keine Duelle mehr. Die trauen sich nicht mehr. Die haben Angst vor mir bekommen. In der Astronomie-Altäre. Wie ein Dörfel. Total aussehen. Aha. Landeplattform. Nee, die Landeplattform, wenn sie dann mal funktionieren, ne? Hier sind noch zu viele da. Ich muss noch 5 Ballons-Dinger packen. Alter Fall. Aufträge, Aufgaben abschließen, das haben wir erledigt. Hauptaufträge. Ja, Hauptaufträge haben wir nur noch 4, ne? Die kommen. Aber hier die Nebenaufträge, ne? Die finde ich so schlecht. Raum der Wünsche. Guck mal. Den können wir uns mal nehmen. Alte Magie. Aha. Da fehlt noch was. Durch die 10 einzigartige Tierwesen. Ich muss noch 2 machen. Den habe ich noch nicht bumsen lassen. Moment. Müssen wir gleich mal nachgucken. Wen haben wir noch nicht bumsen lassen? Okay, ich glaube hier. Hier und hier. Alles klar. Kriegen wir hin. Ja, sie dürft bumsen. Vermehret euch. Oder wie war der Spruch? Aber hier habe ich doch... Ich habe doch Tweety, ne? Bin ich Tweety? Werden die Nachkommen gar nicht angezeigt? Tatsächlich, die Nachkommen werden gar nicht angezeigt. Wusst du doch. Ja. Warte. Ja, stimmt, da unten. Ja, Entschuldigung. Also hier die beiden und die beiden dürfen. Alles klar. Alles klar. Machen wir das doch mal. Du darfst dich fortpflanzen. Und du auch. So. Und natürlich an. Mondkalb. Oh. Ich putze dich. Natzen, alles klar. Schön. Dann gibt es nachher noch Babys. So, was wollte ich noch? Das habe ich jetzt gemacht. Und, dann können wir jetzt nochmal zu Hogsmeade. Und da uns mal die Mission greifen. Oho, die Rauch. Was brennt? Achso, ja. Grüße dich, Fiana, und schöne Grüße an deinen Mann. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Entschuldigung, aber würden Sie wohl... Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen.
Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Also das mit den Tierwesen habe ich mir alles selbst beigebracht. Ich habe YouTube-Videos geguckt. Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern. Und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Nicht vergessen, man erkennt sie am strahlenden Fell und... Oh, ja, ja, am strahlenden Fell. Oh, ich habe schon was Goldenes. Man muss sie überzeugen, damit sie mitkommt. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Danke für die Grüße. Deswegen muss ich in den Einhornball. Nicht so super. Ich hab schon zwei Einhörner. Gucken, wo soll ich denn da? Weltkarte. Jo, hier gehen wir ja schon. Möglichkeiten zu sein. Wenn ich aber noch so ein bisschen irritiert ist, dass es hier immer noch kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ich habe immer noch nicht alle gefunden. So, warte mal, ich habe auch das eine Einhorn. Kann ich ihr doch geben. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Tierwesen-Produkte brauche ich nicht. Was? Dafür kriege ich nur 120? Das ist ein Einhorn. Das muss wertvoller sein. Ich habe es zwar nur gefangen, aber trotzdem. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Ja, und wenn du zu den Wilderern gehörst, komme ich erst recht wieder. Wirst du nicht überleben. So, Delay. Dann. Davon gesammelt, wenn ich jetzt. Nee. Guck mal, da sind Versuche. Hohoho, oh, da hat jetzt aber einen ordentlichen Schaden, nur. Das ist jetzt mega Bombarder. Was denn, wenn ich jetzt von der Schale befliege? Ja, ich muss sagen, die Erweiterungen haben sich definitiv schon mal gelohnt. Vor allem die Roten, die sind ja noch nicht komplett ausgelevelt. Weil ich ja da dieses Horn-Dingelsbumsel nicht habe. Horn oder wie das hier heißt. Nicht schlecht. Rebellion. Na los, Hazel. Wo
uns mal Hazel, mein Freund. Hazel muss hier irgendwo sein. Hazel! Arresto, Moment. Ja, du kommst mir nicht hier weg. Gleich mal zu stiften. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Ja, bleib doch stehen. Wenn du in die Richtung läufst, kann ich dich natürlich nicht mehr einholen und dich stoppen. Leg dich nicht mit mir an. Ach, Hazel. Hazel, lauf nicht weg. Oh, brav. Hazel muss jetzt zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Wenn das nicht Nora verfringt. Also da finde ich mein goldenes Pony schöner. Muss ich echt mal sagen. Ja, stimmt, habe ich selbst gezüchtet. Ja. Bist du doch. Ey, ich hab dich eigentlich zuerst getroffen. Wie komme ich direkt hier durcheinander? Einfach in der Luft rein. Ne? Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Nehmt euch. Ab. Gedeckt. Auf zu saufen. Das muss bestraft werden. Die Menschen sind Abschaum. Darf man noch niemals Menschen bezeichnen.